Peria Pokak. Die sengende Sonne begann nachzulassen. Der aus Südost kommende Abendwind blies nur schwach. Die Büffel und Rinder in den ausgetrockneten Sawa näherten sich bereits dem Dorf und warteten, dass die Sonne sich in ihr Schlafgemach gäbe. Die Hütejungen spielten fröhlich in den weitflächigen Feldern und lenkten damit ihren leeren Magen ab, der danach drängte, gefüllt zu werden. Die Mädchen waren ganz in Singen vertieft und kümmerten sich nicht um ihre kleinen Geschwister, die weinend darum baten, von der Mutter verhätschelt zu werden. Das Brüllen der Büffel und das Muhen der Kühe, die hierhin und dorthin umherliefen, gaben ein Bild von dem Wohlstand und dem Frieden dieser Gegend. Von jedem Haus konnte man Rauchwolken in die Luft steigen sehen, sowie den Tabakrauch des Riesen aus den alten Märchen, die die Alten immer wieder erzählen, weil sie sonst nichts mehr tun können. Auf einem Feldrain konnte man ein junges Mädchen mit seinen 7 Tanten erblicken, die ebenfalls noch im Mädchenalter waren. Das junge Mädchen hieß Peria Pokak. Sie war noch keine 18 Jahre. Peria Pokak und ihre Tanten waren weggegangen, um Wasser vom Brunnen zu holen. Die Kleider des Mädchens waren sehr alltäglich. Wenn man nicht besser sagen sollte, sie waren schlechter als das. Kleid und Jacke waren voller Flicken. Peria Pokak ging hinter ihren Tanten her. Sie hatte eine sanfte und noch recht kindliche Art, aber ihre Tanten schalten sie dumm und böse. Beim Brunnen hatten sie sich nacheinander gewaschen und sich mit einem Stein abgerieben. Die Zähne hatten sie mit fein gemahlenen Tonscherben gebleicht. Auch Peria Pokak hatte ihre Zähne mit dem Tonpulver des zerbrochenen Topfes geputzt. Doch dann hatte sie das Pulver weggeworfen, weil sie von ihren Tanten ausgelocht worden war. Die hatten gespottet: »Wofür putzt du dir die Zähne? Es gibt doch keinen Mann, der zu dir hingezogen wird.« Peria war beim Spotten ihrer Tanten recht verlegen geworden, und verschämt hatte sie gesagt: »Damit ich sauber bin, Tanten.« Als betroffen war sie dennoch nicht, weil ihr schon oft Schmähreden dieser Art widerfahren waren. Es war nicht das erste Mal, dass sie von ihren Tanten verspottet und gehänselt wurde. Und deswegen hielt sie solche Worte schließlich für üblich. Nur wenn man ihr sagte, sie wolle wohl erwachsen werden, dann schämte sie sich noch. Und noch mehr, wenn man sagte, dass sie dabei sei, die Aufmerksamkeit der jungen Männer auf sich zu ziehen. Stundenlang hatten sich die Mädchen gebadet, den Kopf gewaschen und gereinigt. Dann schmückten sie sich und bekränzten ihr Haar mit duftendem Jasmin. Sich in den Hüften wiegend, schritten sie dahin und bezauberten das Herz eines jeden, der sie sah. Die Hütejungen waren ganz gefesselt von ihrem Anblick. Peria Pokak ging hinter den Tanten her und trug den Schöpfeimer. Nicht weit davon, unter einem blattreichen Baum, der neben dem Weg, den sie ging, lag, saß Datu Teruna. Nicht weit davon, unter einem blattreichen Baum, der neben dem Weg, den sie gingen, lag, saß Datu Teruna mit einem Begleiter. Kajarode war der Name des Begleiters. Datu Teruna saß immer dort, um die vorbeikommenden Mädchen auf ihre Schönheit hin zu betrachten. Er schaute recht gern nach den Mädchen. Ununterbrochen schaute er nach ihnen. Ebenso tat Kajarode. Und als sie vorbei waren, fragte Datu Teruna: »Welche von ihnen ist die schönste, Kajarode?« »Die genau in der Mitte, Herr.« »Und welche von ihnen ist nach eurer Meinung, mein Herr, die schönste?« fragte Kajarode. Jetzt Datu Teruna: »Wenn es nach mir geht, ist Peria Pokak die schönste, Kajarode«, antwortete Datu Teruna und schaute hinter Peria Pokak her. Die Tanten und auch Peria Pokak hatten das Gespräch von Datu Teruna und Kajarode gehört. Neidisch hatten sie das auf Peria Pokak bezogene Lob vernommen
und sie überlegten, Perea Pocak wird bestimmt die Auserwählte von Dato Turuna. Die Hoffnung, die sie bis jetzt gehegt, die Tag und Nacht ihrer Vorstellung bestimmt hatte und Frucht ihrer Träume war, schwand mit einem Mal. Sie hatten sich nach der Liebe von Dato Turuna gesehnt, aber jetzt bewegten sich ihre Hüften, die sie gerade eben noch im Takt geschaukelt hatten, nicht mehr. Sie erschlafften, weil die Tante qualvoll nachdachten. Ihre Gesichter leuchteten nicht mehr wie vorhin. Ihr Gesichtsausdruck war düster. Ihre Münder glichen Hühnerhintern. Sie sahen liederlich und bekümmert aus. Sie waren unsicher und unruhig geworden. Schnell gingen sie dahin, wie die Enten am Abend. Für einen Moment schauten sie nach links, nach rechts und nach hinten. Dabei sahen sie auch das Gesicht von Perea Pocak, das unverändert war. Ihr Neid wuchs noch mehr, und sie beschimpften Perea Pocak, die brav daherging. Neid und Eifersucht nisteten in ihren Herzen. Gemeinsam schmiedeten sie einen Plan, dessen einziges Ziel es war, Perea Pocak Verdruss zu bereiten. Als Perea Pocak am Abend dann gerade damit fertig geworden war, den irrenden Kochtopf und das benutzte Küchengeschirr zu reinigen und ihre Hände noch nicht wieder trocken waren, kam eine ihrer Tanten, um sie zu rufen. Schnell rückte Perea Pocak alles zurecht und ging zu dem Haus ihrer Tanten. Die saßen gerade in kleinem Kreis zusammen und kauten Siri. Perea Pocak setzte sich zu ihren Füßen auf die Veranda und ließ ihre Beine baumeln. »Nimm Siri«, sagten die Tanten und streckten ihr den Teller hin. »Der Siri ist frisch und goldfarben«, sprach eine von ihnen. »Die Nüsse duften«, fuhr wieder eine andere fort. »Angenehm und wohlschmeckend, als wären wir im Himmel«, sagten jetzt alle gemeinsam. »Danke, Tanten«, erwiderte da Perea Pocak und rollte den Siri. »Nun, Verlobte Dato Turunas«, spottete jetzt die mittlere Tante. »Unmöglich«, entgegnete Perea Pocak verschämt. »Ihr denkt nicht richtig. Ihr seid es, die Dato Turuna als schön bezeichnet habt. Was mich geringeren Menschen angeht, so gibt es für mich nur Schlechtes. Es ist nicht möglich, Tanten.« »Dato Turuna hat Unrecht. Ich werde bestimmt nicht erwachsen. Ich bin ja noch ein Kind.« »Ach, was sollen wir das noch in die Länge ziehen? Morgen werden wir im Wald Holz suchen. Nach dem Essen brechen wir gemeinsam auf. Du musst mit uns gehen«, unterbrachen sie ihre Tanten. »Gut, Tanten, aber erst werde ich Mutter um Erlaubnis fragen. Sie hat mir verboten, weit zu gehen.« »Oh, nicht einmal Holz holen darf sie. Was für ein Kind bist du denn, dass du nicht tüchtig arbeiten darfst? Vielleicht wird sie demnächst Königin.« »Oh, sie wird Herrscherin«, spottete da eine andere Tante. Man könnte hören, wie die Tanten lachten. Perea Pocak sah sie gelassen an. »Ich werde mitgehen, Tanten.« Und ihre Worte beendeten das Gelächter der Tanten. Als sie in den Wald aufbrachten, ermahnte Preas Mutter ihre Schwägerinnen, ihre Nichte gut zu behüten. Und im Wald blieben sie immer dicht beisammen und trennten sich nicht voneinander. Doch Perea Pocak konnte nichts für sich sammeln. Bei jedem Zweig, den sie in den Händen hielt, sagten ihre Tanten, er gehöre ihnen. Da wurde Perea traurig und entfernte sich immer mehr von ihnen. Ganz allein ging sie tief in den Wald hinein und las die schönsten Zweige auf. Sie hatte ihr Holz noch nicht gebündelt, da stand plötzlich 7 Feen vor ihr. Perea Pocak erschrak sehr und wollte davonlaufen. Aber die Feen hielten sie zurück. Perias Gesicht wurde totenblass und ihr war, als wolle ihr Herz stehen bleiben. »Hab keine Angst, Schwester«, sprachen die 7 Feen. »Wir gehören zu den guten Feen. Wir haben nicht die Absicht, dir Unglück zu bringen. Komm, folg uns nach Hause.« Im Himmel lernten sie Perea Pocak das Weben. Sie begriff es wirklich schnell, und die Feen hatten Freude an ihr.
Ihre schönen Hände bewegten sich geschickt das Schiffchen und knüpften ordentlich die Fäden. In wenigen Minuten war ein ganzes Gewebe fertig. In den wenigen Stunden im Himmel lernte sie verschiedene Stoffe zu weben. Als dann der Nachmittag da war, wurde sie wieder an ihren früheren Platz zurückbegleitet und die Feen gaben ihr zwei feine Stoffe, die sie und ihre Mutter tragen sollten. Die beiden Stoffe steckten die Feen oben in eine Bambusröhre, die fast völlig verrottet war. Diesen Bambus banden sie mit dem anderen Holz zusammen. Von weitem schimpften ihre Tanten: »Wie lange warten wir schon hier auf dich? Und jetzt kommst du mit verfaultem Holz zurück. Wirf das faule Holz weg und trag uns schönes Holz. Es ist nicht nötig, dass du solche Zweige mit nach Hause nimmst. Du bringst uns wirklich in Verlegenheit. Zu dumm, nicht einmal Holz kannst du sammeln. Wirf das ganze Holz weg«, sagten die Tanten. »Nein, Tanten, lass mir mein Holz, denn das habe ich selbst gesammeln können.« Zu Hause angekommen, wurde Piria freudig von ihrer Mutter begrüßt, und wie erstaunt war sie, die Geschichte ihres Kindes zu hören. Sie schaute auf die Tücher, die die Feen ihrem Kind gegeben hatten. »Das hast du selbst gewebt?« fragte sie halb ungläubig, weil Piria zu Hause nie Bekanntschaft mit dem Faden gemacht hatte. Sie hatte nicht einmal Kleider ausbessern können, geschweige denn weben. Jetzt war das Leben der beiden noch freudiger. Des Nachts konnten sie sich von nun an vor dem Einbruch der Kälte, die ins Blut drang, schützen. Sie verwendeten die Tücher aber nur zum Schlafen, aus Furcht, andere könnten davon erfahren. Auch fürchteten sie, dass derentwegen ein Dieb zu ihrem Haus kommen könnte. Bis weit in die Nacht konnte man im Haus von Piria Pokak ein Flüstern hören. Das waren Piria Pokak und ihre Mutter, die sich glücklich über ihren neuen Decken freuten. Währenddessen war auch vom Haus ihrer Tanten ein zwar nur undeutlich wahrnehmbares Flüstern zu hören. Die Tanten berieten, wie sie Piria so schaden könnten, dass Raja Datuturuna aufhörte, sie zu lieben. Früh am Morgen, als die Erde hell war, sah man die Tanten im Haus damit beschäftigt, Indigo-Farbe zu bereiten. Und kaum war Priya Pokak zu ihnen gekommen, bestrichen sie ihre Körper mit der Farbe. »Hab dich nicht so«, sagten ihre Tanten, als Priya Pokak fliegen wollte. »Frauen wie wir sind mehr als du gewöhnlicher armer Mensch. Es ist nicht gut, wenn der Sohn des Herrschers dich lobt oder liebt. Das bringt uns nicht den geringsten Nutzen. Außerdem brächte es ein so großes Unglück über dich, dass du es nachher nicht ertragen könntest. Deswegen beschmieren wir deinen Körper so.« »Ja, aber mir ist so kühl. Und werden die Leute nicht nachher nicht weglaufen, weil sie glauben, ein Gespenst komme des Weges?« »Das ist immer noch besser, als wenn Datuturuna weiterhin von dir angezogen wird.« Doch, wie sich zeigte, hatten ihre Mühen keinen Erfolg. Datuturuna bewunderte noch immer die Schöne von Piria Pokak. Er sagte zu Kajarode: »Na, sieh, was sie gesagt haben. Ihre Tanten können Piria Pokaks Schönheit nicht übertreffen. Ja, im ganzen Land gibt es niemanden, der schöner ist als sie.« »Wahr, mein Herr«, antwortete Kajarode. »Erst jetzt kann ich ihre Schönheit sehen. Es ist nur schade, dass sie sich so mit Indigo beschmiert hat. Dennoch kann ihr Blick nicht getrübt werden. Er gleicht der von einer Wolke verdeckten Sonne«, fuhr er fort. »Je dichter die Wolke, umso angenehmer für die Augen«, erwiderte Datuturuna lächelnd. Wie gekränkt war da Piria Pokaks Tanten. Als Piria Pokak nach Hause zu ihrer Mutter kam, erschrak sie sehr, weil ihr Kind so mit Indigo beschmiert war. »Was hat das zu bedeuten, Piria Pokak?« fragte sie nach, nachdem sie mit dem Wasser übergossen hatte. »Die Tanten wollten es so, Mutter«, antwortete Piria Pokak. »Sie haben gesagt, ich dürfe von Datuturuna nicht geliebt werden. Das sei nicht gut, meinen sie.« »Geliebt? Von Datuturuna?« überlegte die Mutter und ging in die Küche. »Ach, das ist unmöglich. Das ist nur Spott. Da haben die Tanten ihre Nichte
aber zu sehr verspottet. Mittags nach dem Essen ging Pereja Pokak wieder in den Wald zum Holzsammeln. Dort begab sie sich wieder allein zu dem Ort vom Tag zuvor. Ihre Tanten hatte sie zu sehr angeführt. Wie erschraken die sieben Feen, als sie die mit Indigo beschmierte Pereja Pokak sahen. Sie wuschen sie und unterwiesen sie wie gewöhnlich im Weben. Perejas Geschicklichkeit dabei nahm immer mehr zu und sie wurde von den Feen sehr gelobt. Bald verstand sie die vielfältigsten feinen Muster zu weben und die Feen behandelten sie bereits wie ihre leibliche Schwester. So ging das mehrere Jahre und zu Hause bei Pereja Pokak stapelten sich die Stoffe. Dennoch wurde sie nicht hochmütig und ihr Betragen blieb ganz das gleiche wie damals, als sie noch ein Kind gewesen war. Ihre Kleider waren zerrissen und voller Flicken. Eines Nachts, als Datutrona tief schlief, träumte er, er sehe den Vollmond. Und wie er so den Vollmond anschaute, fiel er plötzlich in seinen Schoß. Datutrona wachte erschrocken auf und saß grübelnd bis zum Morgen da. An jenem Morgen ging Pereja Pokak und ihre Tanten zur Quelle, um Wasser zu holen. Perejas Körper hatten sie mit Schlamm beschmiert und man konnte nur noch ihre Augen sehen. Sie sah schmutzig und verkommen aus. Aber an jenem Tag kam Datutrona nicht heraus. Die Hoffnung der Tanten, Pereja ihm so zeigen zu können, war fehlgeschlagen und sie waren sehr missmutig. Datutrona aber, von dem sie erwartet hatten, er würde an diesem Tag herauskommen, saß bis in den Tag hinein noch grübelnd in seinem Zimmer. Die Sonne stand gerade eine Stocklänge hoch über dem Kopf. Da bekam Kajarode, um nach Datutrona zu suchen. Er schaute im Garten nach, aber dort war er nicht. Als er dann in Datutrunas Schlafgemach nachsah, fand er ihn, das Kinn in den Händen gestützt, dasitzend. Sein Gesicht war traurig und er sah recht bleich aus. Kajarode trat ein und setzte sich neben Datutrona. Dann neigte er sein Haupt und wartete, was sein Herr sagen werde. Sie saßen lange da, dann erst sprach Datutrona: Kajarode, in der Nacht habe ich im Traum den Vollmond gesehen und er fiel in meinen Schoß. Seit vergangener Nacht überlege ich nun, was das bedeutet, aber bis jetzt habe ich noch keine Antwort gefunden. Ich bin sehr bedrückt und fürchte, dass es schlechte Bedeutung haben wird. Bitte, vielleicht kannst du den Traum deuten. Ich kann das auch nicht. Wir fragen besser den Herrscher nach seiner Bedeutung. Er ist schon alt und hat schon viel erlebt und auch gehört, antwortete Kajarode. Gut, wenn es so ist. Aber du gehst persönlich zu meinem Vater und erstattest ihm Bericht. Als der Herrscher das Gesicht von Kajarode sah, der eilig in die Audienzhalle kam, sprach er ihn freundlich an und fragte ihn, warum er herangekommen wäre. Und als er Kajarodes ehrerbietenden Bericht vernommen hatte, sprach er lächelnd: Geh und schlage die Versammlungstrommel. Wir wollen das Volk zusammenrufen und Leute nach der Bedeutung des Traumes deines Herrn befragen. Im Palast drängte sich das Volk. Die Dukun und die Astrologen hatten sich versammelt, da sie den Traum des herrlichen Sohnes deuten wollten. Übereinstimmend kamen die Astrologen zu der Auffassung, dass der Traum von Datutrona höchst günstig zu deuten sei. Dass alles, was er tue, erfolgreich sein werde. Wenn er zum Angeln und Fischen oder zum Fallenstellen für Vögel gehe, werde er zufriedenstellenden Erfolg haben. Alle Leute freuten sich, als sie dies hörten. Datutrona und Kajarode machten sich auf, um Wildtauben zu fangen, und die anderen gingen zum Angeln und Fischen. Als Wegzehrung nahm Datutrona Reispäckchen mit. Die beiden gingen hinein in die Wälder, heraus aus den Wäldern, hinauf auf die Berge und wieder herunter.
Sie durchquerten viele Ebenen, trafen aber dennoch auf kein Tier. In diesen Tagen herrschte große Hitze. Ihre Kehlen waren völlig ausgetrocknet, weil sie den ganzen Tag und den ganzen Weg hatten dösten müssen. Es gab kein einziges Tal mit einer Quelle oder einem Flüsschen. Ihr Schweiß floss immer heftiger. In ihrem Verlangen wollten sie sogar an einer Stelle Wasser aufsaugen, die völlig leer war. Ihre Körper waren so geschwächt, dass es nicht mehr zu beschreiben war. Nach jedem Schritt, den sie gingen, mussten sie einen Augenblick stehen bleiben. Kajarode bestand darauf, nach Hause zurückzukehren. Aber Datu-Turuna lehnte es ab, nach Hause zu gehen, bevor sie nicht irgendein Vogel gefangen hätten. Dann grüßte der Abend die Nacht und sie legten sich unter einen blattreichen Baum zum Schlaf nieder. Als Unterlage nahmen sie die grünen Blätter des Baumes. Tagelang waren sie schon im dichten Wald herumgestreift. Als es Morgen wurde, setzten sie ihren Weg fort und alles, was sie aßen, waren junge Blätter. Ihre Mütter zu Hause sorgten sich sehr. Diejenigen, die zum Angeln und Fischen weggegangen waren, waren alle schon mit ganzen Traglasten von Fisch zurückgekehrt. Nur die beiden blieben noch aus. Datu-Turunas Mutter weinte Tag und Nacht. Und der Herrscher befahl Dutzenden seinen Leuten, im Walde zu suchen. Aber keiner stieß auf sie, und da wuchs in ihm die Furcht, seinem Sohn sei unterwegs etwas zugestoßen. Keiner außer ihnen selbst kannte ihre Lage mitten im Wald. Sie hatten schon viele Berge überquert und viele Wälder durchkreuzt, und schließlich gelangten sie in ein schönes Tal. Dort stand ein sehr hoher Baum, dem sie wegen seiner Höhe den Namen Himmelsanfang gaben. »Bitte, Kajarode, steig du auf diesen Baum hinauf und schaue, in welcher Gegend es einen Ort mit Wasser gibt«, befahl ihm Datu-Turuna. Kajarode stieg hinauf und sah von oben, wie in der Ferne Wasserdampf in Wolken in die Luft stieg. Zwischen ihnen und diesem Ort lagen aber 5 hohe und große Berge. Und wenn sie dorthin wollten, mussten sie den großen Berg folgen. Von heftigem Durst getrieben, zwangen sie sich weiterzugehen. Und wer wusste denn, ob da nicht vielleicht bald ein schönes Dorf war, wo sie um Essen und Trinken bitten konnten. Mit Mühe und Not gelangten sie zu dem 4. Berg und dort machten sie Halt, um sich auszuruhen. Als sie so ihren strömenden Schweiß abtrockneten, hörten sie plötzlich das hell klingende Geräusch eines Webstuhls. Beide vernahmen gleichzeitig den sich ständig wiederholenden Klang und die jungen Männer dankten dem Allmächtigen. »Komm, wir suchen nach dem Geräusch«, sagte Kajarode ohne Zögern. »Es ist wohl hinter diesem Berg hier«, fuhr er fort. Sie suchten rings um den 5. Berg, doch es gab keinerlei Anzeichen, dass da ein Dorf war. Die Einsamkeit war drückend. Kein Laut war zu hören, außer jenem Klappern. Als sie so suchten, erschrak Periapokak, die da nämlich so emsig webte, sehr, weil sie die Stimmen von Menschen hörte, und sie reckte ihren Kopf in Richtung der Stimmen. Ihr Schreck wurde größer, als sie Datu-Turuna und Kajarode erkannte. Sie rief nach den 7 Feen und bat darum, schnell versteckt zu werden. »Schwestern«, sagte sie ängstlich, »bringt mich nach Hause. Seht, sie sind schon sehr nahe. Noch einen Augenblick und sie werden hier sein. Sie werden uns erkennen. Ach, wie unglücklich wird mein Geschick sein, wenn man erfährt, dass ich hier bin. Sicher wird unser Geheimnis entdeckt werden. Kommt, Schwestern!« »Hab keine Angst«, sagten da die 7 Feen. »Lass das Gewebe hier.« Dann brachten sie Periapokak eilends nach Hause. Kurz darauf kamen Datu-Turuna und Kajarode an einem Teich nahe der Quelle der 7 Feen. Sie hielten das Wasser, das sie vorfanden, für sauber und ohne es vorher weiter zu prüfen, tranken sie, bis sie keinen Durst mehr hatten.
Dann erst sahen sie, dass das Wasser sich bewegte, und sie gingen der Strömung entgegen. Da gelangten sie an einen Brunnen. Sein Wasser war rein wie Öl. An seinem Rand stand eine goldene Schale zum Wasserschöpfen. Sie schauten voller Erstaunen und rätselten ihrem Inneren. Wem wohl gehört mitten in einem von keinem Menschen bewohnten Wald einen Brunnen von solcher Schönheit? Sie erkannten, dass sie vorher Schlammwasser getrunken hatten. Ihren Vogelbauer hängten sie nun an einen großen Baum und badeten zufrieden. Ihre Körper fühlten sich wieder frisch und ihr Hunger war geschwunden. Danach setzten sie sich an den Brunnenrand, doch kein Mensch war da, der herbeikam, um sie auszufragen. Als sie sich dann auf dem Heimweg machen wollten, verhakte sich der Griff von Datu Turunas Messer. Er zog hin und her, aber das Messer war nicht frei zu bekommen. »Hei, was ist das, Kajarode?« »Ein Faden, mein Herr. Wie fein er ist!« »Oh, das ist kein Faden, vielleicht ein Spinngewebe.« »Unmöglich, mein Herr. Sieh nur, dort ist ein Haus. Oh, eine Hütte. Wem sie wohl gehört? Sehr schön. Da ist auch ein Webstoff. Wem er wohl gehört, mein Herr?« »Tatsächlich. Schnell, klettern wir hoch.« Kajarode wollte eilig hochsteigen, aber es gelang ihm nicht. Die Pfähle der Hütte waren zu schlüpfrig. Da suchte er eine lange Bambusstange, und an diesem Bambus, den Datu Turuna festhielt, kletterte er hoch. Oben staunte er mit offenem Mund. Dort war ein angenehmer Duft, und die Webfäden leuchteten stark. Und was ihn noch mehr erstaunte, war die sonderbare und schwierige Art, wie die Fäden verwebt waren. Noch nie hatte er etwas derartiges gesehen. Er rollte das Gewebe zusammen und brachte es herunter. Datu Turuna staunte verwundert. Auch er hatte noch nie ein solches Muster gesehen. »Es ist besser, wir gehen nach Hause, Kajarode. Ich bin damit zufrieden, ein solches Tuch bekommen zu haben. Haben wir auch keinen Vogel gefangen, so haben wir doch ein schönes Tuch bekommen. Ich schäme mich nicht, nur mit diesem Fund nach Hause zurückzukehren. Für mich ist das genug.« Zu Hause wurden sie vom Herrscher freudig begrüßt, und besonders die Königin war glücklich, ihr Kind gesund wiederzusehen. Nun bat Datu Turuna sein Vater um die Erlaubnis, diejenige heiraten zu dürften, die imstande sei, das Gewebe, das er mitten im Wald gefunden hatte, zu vollenden. Er versprach, ohne Ansehen der Person jedwedes Wesen zu heiraten, gleich welcher Art es auch sei. Und wäre es ein Hund, er würde ihn dennoch gern heiraten. Da gab der Herrscher bekannt, dass jede Frau, die noch keinen Ehemann besitze, kommen und versuchen solle, das Gewebe zu vollenden. Junge Mädchen wie Witwen, alle dürften kommen und es versuchen. Die Bekanntmachung sollte vom Tage ihrer Veröffentlichung an unbegrenzte Gültigkeit besitzen. Von nun an strömten die Frauen in Scharen zum Palast des Herrschers und versuchten sich an dem Wundergewebe. Doch kaum hatten sie sich in den Webstuhl gesetzt, verließ sie ihn schon wieder. Es waren viele die Aufgaben. Zahlreich waren die Schwierigkeiten im Muster, die die Beweberinnen zu bewältigen hatten. Und immer, wenn eine, die sich versucht hatte, den Webstuhl verließ, ereignete sich etwas Wunderbares. Die misslungenen Knüpfungen lösten sich von selbst wieder auf. Die Nachricht davon verbreitete sich im ganzen Land und die Leute kamen in noch größerer Zahl. Einige wollten einfach nur eine Weile zusehen und andere wollten es selbstverständlich auch versuchen. Tausende von Frauen versuchten es, erlebten aber allesamt einen Misserfolg. Das Erstaunen der Leute wuchs mehr und mehr. Ihre Köpfe waren erfüllt vom Gedanken an dem Wunderfaden. Auch die sieben Tanten von Periapoka kamen, um sich an dem Wunderfaden zu versuchen. Vergeblich. Dennoch gaben sie nicht auf.
Sie wollten sich nicht von der Nähe des Fadens entfernen und hofften immer, wenn nicht jetzt, so doch im nächsten Augenblick werde sich etwas ereignen. Als der Wettbewerb für Monate angedauert hatte, waren schließlich sämtliche Bewohnerinnen an der Reihe gewesen. Da bat Dato Toruna alle Leute um Hilfe und flehte, ihm zu berichten, wer noch nicht sein Glück versucht habe. Die Leute erklärten, dass bereits alle da gewesen seien. »Sucht weiter! Vielleicht gibt es noch jemanden, der es noch nicht versucht hat. Ich kann nicht glauben, dass es niemanden gibt, der dieses Gewebe vollenden kann. Bitte! Ich baue sehr auf eure Hilfe«, sprach Dato Toruna und blickte dabei zu den Frauen in seiner Nähe. Berea Pokaks Tanten fühlten sich von Dato Torunas Blicken getroffen. Sie blickten einander an und dann sprach eine von ihnen: »Von uns ist nur Berea Pokak nicht gekommen. Wie könnte sie es wagen, hierher zu kommen? Sie kann doch nicht weben.« »Weben? Nicht einmal einen Riss in einem Kleid kann sie nähen«, sagte jetzt eine andere ihrer Tanten und stützte ihre Lippen. »Ruft sie nur, sie soll es erst einmal versuchen.« »Nutzlos, mein Herr! Lasst das, ihr seid voreingenommen!« »Sie hat es noch nicht einmal versucht, da sagt ihr Tanten bereits, dass es nicht möglich ist.« »Wir sind immer zusammen und haben sie noch nie weben sehen. Ihre einzige Arbeit ist Stopfen. Das kann sie, weil sie von ihrer Mutter angeleitet wird.« Dennoch befahl Dato Toruna, Berea Pokak herbeizurufen. Einige Frauen machten sich zu ihr nach Hause auf, um sie einzuladen. Bei ihrer Ankunft wurden sie sogleich von Berea Pokak begrüßt, und die Frauen, die zum Abholen hergeeilt waren, berichteten unverzüglich vom Zweck ihres Kommens. »Wenn die Tanten etwas derartiges wollen, bin ich nicht bereit dazu. Auch wenn der Prinz den Tanten diesen Auftrag gegeben hat, werde ich nicht folgen. Ich kann nicht weben. Außerdem habe ich keinen Kleider.« »Können oder nicht, du musst es vor dem Herrscher und dem Prinzen beweisen. Ich befürchte, du wirst schwer bestraft werden, wenn du seine Bitte abschlägst.« »Ja, aber seht doch selbst den Zustand meiner Kleider hier. Seht, wie zerrissen sie sind und wie viele Flicken sie haben. Seht auch, wie schmutzig sie sind. Ich schäme mich, dorthin zu gehen.« Ängstlich kehrte die Bittstellerin zurück. »Wenn sie keine Kleider hat, bringt ihr dies hier zum Abziehen«, befahl Dato Toruna. Einige Männer, die schnell reiten konnten, brachten ihr die Kleider, die Berea Pokak anziehen sollte. Berea Pokak freute sich nicht darüber und sie bereute, gesagt zu haben, sie besitze keine Kleider. »Das, was ich vorhin gesagt habe, gilt nicht mehr. Diesem Mangel ist abgeholfen«, dachte sie. Und dann sprach sie weiter: »Was soll ich mit einem Kleid, wenn ich keine Jacke habe? Ich schäme mich, dorthin zu gehen, wenn ich keine Jacke habe. Ich habe dann das Gefühl, nicht höflich genug zu sein. Nein, ich will nicht hinkommen, wenn ich keine Jacke habe.« »Was antwortet ihr, Berea Pokak?«, fragte Dato Toruna. »Sie will nicht kommen, weil sie keine Jacke hat, Herr.« »Bringt ihr diese Jacke.« »Wie kann ich dorthin kommen, wenn ich kein Hüfttuch habe? Wenn meine Kleider sich lösen, weil ich kein Hüfttuch habe, muss ich mich sehr schämen.« »Berea Pokak ist nicht bereit, mein Herr, weil sie kein Hüfttuch hat. Bringt ihr ein Hüfttuch.« »Ihr bringt mir das Hüfttuch hier, aber ich habe keine Schal. Ich kann nicht gehen, wenn ich keinen Schal habe.« »Berea, du bittest um zu viel, als ob du alles nur Vorwände seien.« »Wie, wenn es nicht so ist? Ich sage nur, was wahr ist. Ich bringe nur vor, wie es ist. Ich bin ein armes Mädchen. Ich würde eher nicht dorthin gehen, als die allgemeine Höflichkeit zu verletzen. Als niedriger Mensch muss höflich sein, wenn ich den Palast betreten will. Ich kann das nicht aufs Geratewohl. Warum soll ich etwas Unhöfliches tun, wenn ich weiß, dass es unhöflich ist?« »Sie besitzt kein Schal, Herr. Bringt ihr einen Schal und befehlt ihr, schnell hierher zu kommen.« In der Tat eine Frau, die keine Scham kennt. Jedes Mal will sie etwas Neues,
obwohl sie nicht die geringste Geschicklichkeit besitzt, bemerkten ihre Tanten. Jetzt bringt ihr mir einen Schal. Aber ich habe keinen Gürtel. Es ist unmöglich, dass ich ohne Gürtel hinausgehe. Ohne Gürtel ist die Ausstattung einer Frau nicht vollständig. Ich bin nicht bereit. Wie kann ich dorthin gehen, nur um mir Schande zu überholen? Ich kann nicht weben. Sag dem Herrscher, dass ich aus diesem Grund nicht kommen will. Gut, wir werden es gleich dem Herrscher berichten. Einige Minuten später kam sie mit dem Gürtel wieder. Oh, nur einen Gürtel. Ich bin noch nicht bereit, dorthin zu gehen. Kleid, Jacke, Hüfttuch, Schal und Gürtel sind das. Doch etwas anderes ist noch nicht da. Ich habe keinen Schmuckreif. Sag das dem Herrscher. Sie hat noch keinen Schmuckreif, Herr. Gut, bringt ihr Fuß- und Armreifen schnell und bummelt unterwegs nicht. Spornt eure Pferde schnell. Es wird schon Mittag. Wie ihr befehlt, Herr. Eilig spornten die Gesandten ihre Pferde. Ich habe doch schon gesagt, dass ich ein armer Mensch bin. Was soll es, wenn ich schöne Kleider habe und im Körper schmutzig bin? Ich habe kein Kokosöl, um mir den Kopf zu waschen. Auch habe ich nichts, um mich zu kämmen. Vielfältig sind die Ausreden dieser Frau, sagte da einer der Leute, die sie abholen sollten. Lass nur, wenn sie nachher nicht weben kann, werde ich dem Herrscher vorschlagen, sie töten zu lassen. Ich bin es schon müde, ständig hin und her, vor und zurück zu gehen, sagte jetzt ein anderer der Leute. Was ist mit Periapokak? Ist sie noch nicht hierher gekommen? Fragte Date Truna. Sie hat kein Kokosöl und keinen Kamm. Gut, bringt ihr nur, was sie will. Jetzt habe ich eine vollständige Kleidung und bin sauber. Aber ich will nicht gehen, wenn nichts zu meiner Beförderung da ist. Ich kann nicht geziemend vor den Herrscher treten, wenn ich nichts habe, was mich dorthin bringt. Nach einer Weile kam ein Mann mit einem Pferd. Es dröhnte von seinen Hufen und seinem Geschirr. Das Pferd war noch nicht im Hof. Da schrie Periapokak bereits vor Furcht und sagte, »Ich kann nicht mit dem Pferd umgehen. Seht nur, ich habe keinen Mut. Wenn aber der Herrscher will, dass ich komme, warum soll ich dann von einem so schnellen Pferd getragen werden? Geht zum Herrscher und sagt ihm, er solle mich mit einer Sänfte und vollständiger Begleitung abholen lassen. 1000 Leute links, rechts, hinten und vorne. Und hinter den Begleitern muss das Gamelan geschlagen werden.« Früh am nächsten Morgen kamen die Leute in großer Zahl zum Haus von Periapokak und brachten eine Sänfte, die von einer Gamelan-Gruppe begleitet wurde. Ihre Menge war unzählbar, Männer und Frauen, große wie kleine, kamen alle, weil sie das Antlitz von Periapokak sehen wollten. Ihr Geschrei und Lärmen hörte nicht auf. Periapokak saß bereits fertig im Haus. Sie war von den 7 Feen aufs Schönste geschmückt worden. Sie hatte das duftigste Parfüm aus dem Himmel benutzt und ebenso stammte ihre vergoldeten Kleider aus dem Himmel. Von den Kleidern, die ihr der Prinz hatte geben lassen, hatte sie kein einziges angezogen. Ihr Haupt war voller Blüten, die aus Gold und blitzenden Diamanten gefertigt waren. Nachdem sie auch noch ihr Haar aufgesteckt hatte, verbargen sich ihre Geschwister, die 7 Feen. Sie freuten sich sehr beim Anblick von Periapokak, und sie waren es nachher, die Periapokak aufmerksam machten und unterrichteten, wenn sie bei der Fertigung des Gewebes einen Fehler machte. Auf Schultern wurde Periapokak in der Sänfte aus dem Haus getragen. Man konnte hören, wie die Leute schrien und lärmten. Sie waren angesichts der Schönheit von Periapokak sehr verwundert. Niemand, der sich nicht wunderte. Ausgenommen ihre Tanten, die ihre Lippen schürzten. Sie hassten die stolz gewordene Periapokak sehr. Im Palast stieg Periapokak aus der Sänfte und ging geradewegs zu dem Gewebe.
Dicht gedrängt schauten die Leute zu. »Tanten, bitte zeigt mir, wie es geht. Ich kann es nicht.« »Erst knüpfe die Kreisschnur und dann nimm den Fadenheber.« Lächelnd führte Periapokak den Befehl der Tanten aus. »Wah, die Art, wie sie es anfasst, ist wirklich noch nicht genau«, sagte da eine ihrer Tanten, wobei sie nach ihren Schwestern schielte. Sie waren ernstlich besorgt, Periapokak könne das Gewebe vollenden, und zitterten innerlich vor Unruhe. Periapokak stellte sich emsig und scheinbar ratlos verknüpfte sie die abgetrennten Fäden. Nicht abgetrennte trennte sie ab, um auf diese Weise für eine Weile die Aufmerksamkeit der Menge, die dabei zuschaute, zu fesseln. Die Zuschauer hielten den Atem an. Konnte Periapokak das Wundergewebe vollenden? Periapokak aber blickte nach links und nach rechts, wie wenn sie bei sich sagte, »Schaut hier, alle hierher!« Alle Blick waren allein auf sie gerichtet. Und jetzt begann sie zu weben. Und nach einem einzigen Ruck nur war das Gewebe fertig. Wie erstaunt waren da die Leute, als sie das sahen. Auch Date Truna war verwundert. Und dann plötzlich verwandelte sich die atemlose Stimmung in einen jubelnden Lärm, der das Zeichen höchster Freude war. Die Leute gaben ihrer Befriedigung und Freude Ausdruck. Allein Periapokaks sieben Tanten schämten sich sehr. Schweigend zogen sie sich zurück. Eilig ging Dantu Truna in das Palastinnere und wechselte seine Kleidung, damit er freundlich anzusehen war. Der Herrscher und die Herrscherin teilten Periapokak mit, dass sie mit ihrem Sohn verheiratet werde. Unter tausend Vorwänden lehnte Periapokak ab, aber ihre Ausreden blieben nutzlos. Keine ließ der Herrscher gelten. Er lehnte jeden Einwand ab. Ihre Verheiratung hatte stattzufinden. Der Herrscher pflegte nicht auf Herkunft und Reichtum eines Menschen zu achten. Was nötig war, waren Gewandtheit und ein guter Charakter. Die sieben Feen rieten Periapokak, den Antrag des Herrschers anzunehmen. »Das ist eine Ehre, die dir dazu teil wird. Du wirst zur Königin erhoben werden«, sagten die sieben Feen. Am Ende ergab sich Periapokak dem Willen des Herrschers, und die sieben Feen baten Periapokak, gehen zu dürfen, um in den Himmel zurückzukehren. Tief gerührt entließ sie Periapokak. Sie fühlte sich ihnen verpflichtet. Dank ihnen wurde sie heute zur Königin erhoben. Nun bat Periapokak den Herrscher, dass ihre Mutter und alles, was wie verrotteter Bambus aussehe, in den Palast gebracht werde. In großer Zahl begaben sich die Leute da zum Haus von Periapokak, um den verrotteten Bambus wegzutragen. In einem besonderen Gebäude stapelten sie ihn auf. Viele sagten, Peria sei verrückt, weil sie verrotteten Bambus aus dem Wald sammelte, der bestimmt nicht mehr von Nutzen sei. Er war kaum zu verwenden als Feuerholz, ja, nicht einmal mehr als Wurfgeschoss gegen die Hunde nützlich. So verrottet und verfault sah er aus. Zu Tausenden stapelte man den Bambus, und als das beendet war, kamen einige Leute, die von Periapokak den Auftrag erhielten, ihn zu spalten. Jede Röhre enthielt ein sehr feines Gewebe, dessen Farben wie vom Strahl der Sonne getroffen leuchteten. Einmal mehr staunten die Leute, die das sahen. Da waren Gewebe, die dem, das Periapokak eben erst vollendet hatte, völlig glichen. Da wurden die Leute klar, dass jenes Gewebe Periapokaks eigener Besitz war. Und sie zweifelten nicht länger, dass Peria bei einem Volk wundersamer Geister unterrichtet worden sei. Ihre Heirat mit Date Truna wurde aufs Prächtigste gefeiert. Und das Leben in ihrem Haushalt verlief in immerwährendem Glück.